Es ist noch gar nicht so allzu lange her, da habe ich hier gesessen und habe euch den Mini Micron vorgestellt. Und jetzt ist es soweit. Der Mini Micron X. Und zwar der Bissanzeiger mit Funkbox. Viele von euch haben damals schon gesagt, oh, sie hätten gerne mit Funkbox. Und hier ist der jetzt endlich. Die Features sind folgende. Lautstärkeregler mit 6 verschiedenen Lautstärkeeinstellungen. Tonhöheregler mit 4 verschiedenen Tonhöhen. Sensibilitätsregler mit 4 verschiedenen Sensibilitätsstufen. Des Weiteren haben wir 2 Multicolor-LEDs mit 4 verschiedenen LED-Farben. Grün, Gelb, Rot und Blau. Wir haben extra hohe Ohren, dass die Ruten sauber drin liegen und nicht wegrutschen können. Wir haben ein Gummi-Inlay, dass die Rute weich auf dem Gummi-Inlay aufliegt. Auf der Rückseite haben wir eine 2,5 mm Steckerbuchse. Somit passen alle unsere Fox-Swinger in die Steckerbuchse. Und ihr könnt die Illuminated-Swinger damit betreiben. Klar, natürlich An- und Ausschalter. Wir haben einen sehr angenehmen, klaren Speaker hier drin. Ein Edelstahlgewinde, ein Kontergewinde, dass ihr den Bissanzeiger sehr fest und auch gut verschrauben könnt. Und klar, natürlich, der Bissanzeiger hat eine Reichweite von ca. 200 Metern. Passt zur Box. Eine 1:1 Tonübertragung. Ja, was habe ich noch zu sagen? Wie auch schon beim Mini Micron haben wir hier am Mini Micron X eine Batterie-Warnanzeige. Blinkt diese im 2-Sekunden-Takt, also die LED, dann müsst ihr die Batterie austauschen. Mitgeliefert beim Mini Micron X ist eine Abdeckkappe, das Hardcase. Somit entstehen keine Beschädigungen oder Kratzer beim Transport. Und auch tolles Feature, ihr habt eine Dropback-Anzeige. Dropback heißt, stimmt der Fisch auf euch zu, Fallbissanzeige, ja, wisst ihr, macht einen anderen Ton. Hat auch nicht jedes Gerät in dem Preis-Leistungs-Segment. Wie schon erwähnt, überträgt sich der Ton 1:1 zur Funkbox. Nicht nur der Ton, sondern auch, wenn ihr die Farbe umstellt auf dem Bissanzeiger, wird automatisch die neue Farbe auf dem Receiver angezeigt. Die Lautstärke des Receivers hat 6 verschiedene Einstellungsmöglichkeiten und am Receiver ist, wenn ihr ihn einschaltet, eine Batterieanzeige dran. Heißt, die Batterieanzeige läuft in grünen LEDs durch nach dem Einschalten und ihr wisst immer ganz genau, muss ich die Batterie erneuern oder auch nicht. Ja, das Ganze wird geliefert in 3 verschiedenen Sets, 2er-Set, 3er-Set und auch 4er-Set oder ihr habt die Möglichkeit, die Geräte auch einzeln zu kaufen. Schaut es euch mal an im Geschäft oder bei uns auf www.foxint.com.